Hallo zusammen, ich bin Noah Schneeberger, neu bei Fribourg-Gottéron, bin Verteidiger, das Nummer 32. Ja, die allererste war sicher in unserem Keller, wo wir immer Eishockey gespielt haben. Besser gesagt, halt einfach gehockeylt ohne Eis. Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat selber Hockey gespielt. Und ich bin neben der Eishalle aufgewachsen. Und da ist es halt naheliegend, dass man entweder Hockey, Unihockey oder sonst etwas spielt. Und das waren meine ersten Erinnerungen. Ja, direkt ein Vorbild hatte ich eigentlich nicht. Ich habe natürlich immer ein bisschen hochgeschaut zu den Brüdern. Wir sind fünf Kinder, wie gesagt. Und ja, da hat man gerne ein bisschen sich gegen hoch hin orientiert. Und ich denke, das ist mehr, durch das bin ich eigentlich, habe ich mich weiter probiert zu entwickeln. Und ich hatte inzwischen ein Vorbild gehabt. Ja, das hat sich dann zumal beim SC Langenthal gegeben. Also, ich hatte die Sachti immer gehabt, und das war dann zumal schon vergeben. Und dann ist das ja, ein kleines Zahlenspiel geworden. Der Brüder hat das auch gehabt. Und seither begleitet mich das eigentlich ja, seit meiner Karriere. Und bis jetzt war es immer frei gewesen, ja. Ja, ich denke, die Spielübersicht, das Spiel können lesen, die ersten Pässe zu geben. Und ja, ich bin eher ein bisschen technischer Spieler. Und ja, endlich ein ruhiger Zeitgenosse. Also, ich bin nicht einer, der gross baut in Garderobe oder auch endlich sehr gerne mit Jungen zusammenarbeiten, weil ich selber auch mal jung war und das endlich geschätzt habe, wenn ich das hatte. Ja, sicher, ich bin auch sehr polyvalent, spiele sehr gerne Allgemeinsport und denke, es kommt auch für mich zu gut mit der Spielübersicht und allem. Ja, wenn ich das könnte, ändern, wäre es natürlich ein bisschen schnell zucken, die Muskeln zu suchen. Ich bin nicht der Schnellste. Aber ja, ich probiere das irgendwie mit dem Spiel lesen, also so ein bisschen zu verbergen. Ja, ich denke, Eishockey oder Sport allgemein ist eine sehr grosse Lebensschule. Es hat mich schon viel sei es eben schlechte Momente oder gute Momente gebracht im Leben, die mich eigentlich weitergebracht haben. Und ja, sicher ein Höhepunkt war für mich der Meistertitel mit dem HCD. Und endlich das Jahr darauf geht noch die WM in Moskau dürfen zu bestreiten. Gegen eigentlich, ja, in einem Land, wo ich das Hockey ein bisschen bewundere oder schätze, wie die spielen. Das war für mich sicher sehr schön gewesen, ja. Fribourg-Gottéron, warum? Ich denke, es ist ein Club, der Ambitionen hat, der ein neues Stadion bekommt, sehr euphorische Fans hat. Im Prinzip ja, es hat praktisch nur den Eishockey-Sport im Kanton. Und, ja, ich denke auch, wieder im Ungarland zu sein, es ist ein Traditionsclub und ich freue mich wirklich, hier etwas zu erreichen.